Hallo, ich bin Nachsitzen, ich soll Sandra. Hallo, ich bin Sandra, ich soll Nachsitzen. Ja, hallo Sandra, dein Klassenlehrer Herr Schniedewutz hat mir schon Bescheid gesagt, dass du heute mal eine Stunde länger bleiben sollst. Herr Schniedewutz ist scheiße. Sag das nicht, Sandra. Herr Schniedewutz ist Kot. Schon besser. Merci. Sandra, deine Extraarbeit ist es, einen Text abzuschreiben, ja? Nimm doch erstmal Platz. Wen soll ich nehmen? Setz dich auf einen Stuhl. Ach, jetzt. Jetzt. Sag mal, Sandra, was hast du eigentlich Böses angestellt, dass du nachsitzen musst? Da kann und will ich nicht drüber reden, Herrn. Wie heißen die eigentlich? Herr Genital. Was? Ja, ja, ich weiß, sehr lustig, sehr lustig. Nee, wegen gestern. Ich hab Cornflakes gegessen. Muss ich so lachen. Schießen wir die Cornflakes aus der Nase. Durch die Küche. Aber jetzt mal ernsthaft, Sandra, warum musst du nachsitzen? Ich kann da nicht so einfach drüber reden, Herrn Genital. Der Schmerz sitzt noch zu tief. Oh je, so schlimm? Das tut mir echt leid. Ich kann es einfach noch nicht erzählen. Aber ich kann es singen! Nein, 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 nein! Tanja hat mich gehauen! Das tat ziemlich weh! Ich musste jemand klauen! Und zwar ihr Asthma-Spray! Dann hat sie ihn einfach bekommen, sie hat den Asthma-Spray gesucht, aber es nicht gefunden, weil ich hab sie ja geklaut, weil sie mich gehauen hat und sie musste ins Krankenhaus! Peace out, ich bin raus! Das ist ja schrecklich! Wie geht's Tanja denn? Die Ärzte sagen, die ist überm Berg. Na Gott sei Dank. Und ich dachte, die fahren sie ins Krankenhaus. Überm Berg, was soll die denn da? Die brauchen Beatmungsgerät. Deine Aufgabe ist es, diesen Text hier abzuschreiben, ja? Viel Spaß, ja? Boah, ey! Genital! Na, dann wollen wir mal gucken. Sandra, das sieht aus, als hättest du den Text gerade kopiert. Das sieht nicht nur so aus, das ist auch so. Was sagst du denn da, Sandra? Lüg ihn an, sag ihm, du hast es nicht kopiert. Ich hab's kopiert. Nein, sag ihm, du warst es nicht. Du warst es nicht. Na gut, Sandra, lass mir das einfach mit dem Abschreiben, ja? Frag mich eine Matheaufgabe. Ich bin gut in Mathe. Okay, Sandra, Kopfrechnen, ja? 6 mal 7. 42. Gut, gut. Und 7 mal 6? Boah, nicht immer so schwierige Aufgaben, Herrn Genital. 7 mal 6? Wie heißen Sie eigentlich mit Vornamen? Ich habe einen spanischen Vornamen, den kannst du sowieso nicht aussprechen. Ich bin gut in Spanisch. Komm, sagen Sie schon. Na gut. Mein Vorname ist Grosse. Ihr Vorname ist Grosse? Ja. Sie heißen Grosse Genital? Ja. Okay. Okay, Sandra. Geh mal nach Hause. Ich glaube, das wird heute nichts mehr. Herrn Schniedewutz sagen wir nichts davon, okay? Ich gehe doch nicht nach Hause. Ich rufe meinen Freund an, Sascha. Der ist schon 18 und hat einen BMW. Du meinst BMW? BMW, BVB, ADAC, ist mir doch egal, der hat eine geile Karre! Sagtest du gerade Sascha? Ich dachte, ihr seid nicht mehr zusammen. Oh, Herrn Genital, da kann ich nicht drüber reden. Das tut immer noch so doll weh. Na gut, das kann ich verstehen. Musst auch nicht drüber reden, wenn du nicht möchtest. Nein, darüber reden kann ich wirklich nicht. Aber ich kann ein Lied drüber singen! Nein! Sascha! Fast. Habe ich das so aufgeschrieben?